Seid gegrüßt, Gaming-Freunde, für eine weitere Folge von Uncharted The Lost Legacy. Hier ist euer Don. Wohin gehen wir jetzt? Hoch, wir gehen nach oben. Dann rauf mit dir. Toll, endlich raus aus dem Drecksloch. Ich habe befürchtet, der Boss sei ein Schwätzer. Pass auf, was du sagst. Sorry. Bald ist es egal. Sobald wir den Stoßzahn haben, werden ihm die Leute wie Schafe folgen. Ja, sogar die mächtige indische Armee wird zittern. Kann's kaum erwarten. Scheiße. Ich hab was gesehen. Sei vorsichtig. Da drüben war nichts? Nichts. Alles sauber. Geschafft. Alles okay. Haben die anderen bestimmt gehört. Kann man nichts machen. Komm schon. Okay, das sollte reichen. Da, auf dem Berg! Da kommen die anderen. Ihr wollt wirklich nicht, dass ich von hier unten schieße. Okay, ich glaube, ich muss hier rauf. Okay, alles in Ordnung. Waren bestimmt nicht die Letzten. Das war ein großer Laster da draußen. Wir halten die Augen offen. Wäre besser. Sonst fallen wir noch von einer Klippe. Du hast also doch Sinn für Humor. Ich wäre Asaf lieber einen Schritt voraus gewesen. Ist jetzt eben so. Außerdem zählt nur, wer es beendet, nicht wer anfängt. Guter Punkt. Glaubst du, Asafs Männer wissen, wonach sie suchen? Soweit ich weiß, nicht. Gut. Schön, wenigstens einen Vorsprung zu haben. Siehst du das? Sieht wie noch ein Wasserhahn aus. Suchen wir einen Weg nach oben. Suchen wir einen Weg nach oben. Glück gehabt. Nadine, oben sind noch ein paar. Sie wissen nicht, dass wir hier sind. Gut. Echt gut, unter diesen Umständen. Hey, aufgepasst, rechts von dir. Wie kannst du so entspannt sein?
Hast du die Schüsse nicht gehört? Hab ich. Du machst dir zu viele Sorgen. Unsere Brüder wurden von Asaf persönlich trainiert. Ah, ich entsichere mal lieber mein Gewehr. Meins ist immer entsichert. Komm ich hier rüber? Ein von uns hat's erwischt. Seht euch um, Leute. Okay. Schwärmt aus. Das ist eine Schrotflinte. Weniger. Hast du was gefunden? Scheiße! Oh Mann. Scharfschütze! Runter! Alles klar. Alles sauber? Alles sauber. Gut. Gut, dass alles sauber ist. Gehen wir weiter. Das wollte ich gerade sagen. So, bevor wir weitergehen. Ah.
kurz Munition sammeln. Irgendein Mechanismus. Unsere Kurbel ist auf der anderen Seite des Tors. Wir müssen dieses Tor öffnen. Ich gehe zurück zu der Kurbel. Dann mal los! Perfekt! Das sollte funktionieren. Dann gehen wir mal rüber. Okay, weiter Versuch. Verzeihung, bitte. Alles gut bei dir? Alles gut. Fang nur nicht ohne mich an. Klar, würde mir doch nie einfallen. Rüber. Wunderschön. Okay, da geht es wohl nicht rein. Okay, wie komme ich nun dort drauf? Da bist du. Macht's Spaß? Genau wie das Klettergerüst in der Grundschule. Sieht sicherer aus als der Spielplatz an meiner Schule. Okay, probieren wir's. Ach, fast da. Geschafft. Ich bin beeindruckt. Du bist beeindruckt. Ich bin müde. Bringen wir es hinter uns. Gehen wir mal weiter. Okay. Dieses Mal wird es wohl ein Bogen. Gut geraten. Okay.
Das hier ist noch schwerer. Das war richtig. Ashurama. Gut, drehen wir das Wasser auf. Wow, wow, was, wenn es diesmal anders ist? Vielleicht kommt Feuer oder so. Du verarschst mich doch. Aber sowas von. Los geht's, Ladies. Geschafft? Enttäuscht, dass es kein Feuer ist. Noch ein Wasserfall. Ja, das macht 2 von 3. Sie haben sich echt ins Zeug gelegt, um den Zahn zu verstecken. Tja, der Stoßzahn war das Symbol der Überlegenheit der Häusaler. Er repräsentierte ihren Reichtum und ihre Macht. Eine nette Trophäe für die Perser. Ja. Mein Dad dachte immer, dass der Stoßzahn noch eine größere Bedeutung hätte. Warte. Dein Dad war hinter dem Stoßzahn her? Oh, mein Dad war davon besessen. Er verbrachte Tag und Nacht mit seinen Forschungen. Unser ganzes Geld verschwendet für sinnlose Expeditionen. Kommt mir bekannt vor. Ah. Und was wurde daraus? Keine Ahnung. Er hat mich und meine Mom weggeschickt, meinte, es wäre nicht mehr sicher. Und so gingen wir nach Australien. Und jetzt stehe ich hier, direkt am Rand von Halebit. Irgendwie ziemlich witzig. Letzter Halt, das Vor da in diesem Berg. Das wird das mit der Axt sein. Was deine Herkunft angeht. Ja. Fraser klingt nicht besonders indisch. Meine Mutter hieß so. Suchen wir einen Weg nach unten zum Auto. Dann klingt wäre das gut. Natürlich auch geklärt. Wir haben schon ziemlich viel erreicht. Jetzt hinkriegen. Ah, jetzt ist sie offen. Runter mit dir. Hey, Lust auf ein bisschen Sightseeing? Bin direkt hinter dir. Okay, keine Granaten hier. Also dann, los geht's. Ergibt jetzt mehr Sinn, dass Asaf den Stoßzahn sucht. Ich dachte, es ging ihm ums Geld, so wie uns. Er wird damit die Leute auf seine Seite bringen, ihn der Regierung vorführen. Genau wie all die Male zuvor. Das ist schon mal passiert? Oh ja. Seit der junge König gegen die Perser verlor. Jeder wollte ihn und dieses Land für sich beanspruchen. Und ich dachte, das hier sei eine ganz normale Schatzsuche. Ist es auch.
Sollen Männer wie Asaf darum kämpfen? Nicht unser Problem. Ich habe eine Zeit lang in Kriegen gekämpft. Stimmt. Aber für Geld? Meistens. Wie als du für Asaf gearbeitet hast? Auf jeden Fall ein Taschengeld. Nicht wirklich den Ärger wert. Autsch. Warum hast du es gemacht? Wollte mir einen Namen machen. Dachte, ich fange mit dem Schlimmsten an. Danach konnte es nur bergauf gehen. Okay, wir sind auf dem richtigen Weg. Schön hier draußen. Zum ersten Mal in Indien? Ja. Dieser Job hat nicht viele Vorteile. Aber man sieht was von der Welt. Wo warst du schon? Ach. Warte, oh, vorsichtig. Mehr von Asafs Leuten. Sehen wir uns das mal an. Scharfschütze. Oh. Okay. Einer weniger. Oh, die ist einfach zu laut. Gehen wir. Die Marke, die du gefunden hast. Ich habe sie an einem sicheren Ort versteckt. Hast du Asaf davon erzählt? Nein. Irgendwie muss sich dieser Job doch für mich lohnen. Er wird wütend sein, wenn er davon erfährt. Im Moment bist du die einzige Person, die davon weiß. Also... Okay. Niemand hat was gesehen. Komme ich hinten rum.
Und somit haben wir wieder ein weniger. Moment mal. Was? Komm doch etwas näher. Wunderbar.